Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Werner Heisenberg, die Unschärfe. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt die Biografie von Werner Heisenberg vor und seine Beiträge zur Quantenmechanik. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Werner Heisenberg, die Unschärfe, zunächst zur Biografie. Werner Karl Heisenberg wurde am 5. Dezember 1901 in Würzburg geboren und starb am 1. Februar 1976 in München mit 75 Jahren. Werner Heisenberg wurde 1901 in Würzburg in einer Gelehrtenfamilie geboren. Der Vater August Heisenberg war Professor für Byzantinistik in Würzburg. Die hochintelligente Mutter Annie, eine geborene Wecklein, war die Tochter des Rektors des Maximilian-Gymnasiums in München. Heisenberg besuchte dieses Gymnasium und wollte eigentlich Mathematik studieren. Ersatzweise studierte er Physik in München in der Mindeststudienzeit von 3 Jahren und promovierte 1923 mit einem schwierigen Thema. 1924 wurde er Assistent von Max Born in Göttingen, Max Born 1882 bis 1970, Nobelpreis 1954, und arbeitete 1924 bis 1925 bei Niels Bohr in Kopenhagen. Niels Bohr, dänischer Physiker, bekannt und berühmt, Nobelpreis 1922, er lebte von 1885 bis 1962. Mit Niels Bohr entwickelte sich eine lange Freundschaft. Werner Heisenberg habilitierte sich 1924 in Göttingen und wurde 1927 mit erst 25 Jahren Professor für Physik an der Universität Leipzig. Hier ein Bild aus dieser Zeit von einer Konferenz mit den besten Mathematikern und Physikern dieser Zeit. Bereits die erste Reihe ist hochkarätig besetzt mit Max Planck, Marie Curie und Albert Einstein. In der letzten Reihe Heisenberg mit Pfeil. Zusammen mit Friedrich Hund, 1896 bis 1997, entwickelte er Leipzig zu einem Zentrum für Kernphysik und erhielt 1932 den Nobelpreis für Physik. Von 1942 bis 1945 leitete er das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin und lehrte an der Berliner Universität. Werner Heisenberg war führend am sogenannten Uranprojekt des Heereswaffenamtes beteiligt, also den Versuchen zum Bau einer deutschen Atombombe. 1945 bis 1946 war er mit anderen Wissenschaftlern in Farm Hall in England interniert. Die Gespräche der Kriegsgefangenen wurden abgehört und protokolliert. Es ist bis heute unklar, ob Werner Heisenberg und sein Team des Uranprojektes die technischen Voraussetzungen zur Schaffung einer Atombombe nicht meisterten, wie besonders die Amerikaner nach dem Kriege vermuteten, oder ob die deutschen Kernphysiker aus moralischen Gründen nur mit begrenzter Kraft an dem Projekt arbeiteten, wie Heisenberg später zu Protokoll gab. Sie besaßen ja immerhin anfangs einen Vorsprung, den die Amerikaner erst ab 1943 einholten. Nach dem Kriege wurde Werner Heisenberg 1946 Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik in Göttingen bis 1958 und von 1958 bis 1970 Direktor des Max-Planck-Instituts in München. Wissenschaftlich befasste er sich nach dem Kriege mit einer Theorie der Supraleitung sowie einer einheitlichen Feldtheorie, ohne aber noch einmal zur Weltspitze aufschließen zu können. In der Nachkriegszeit stand er Konrad Adenauer nahe und war Regierungsberater für Wissenschaftsfragen.
Er setzte sich für eine verstärkte Kernforschung und den Bau von Kernreaktoren ein, wandte sich jedoch gegen eine militärische Nutzung der Kernenergie. Heisenberg versuchte auch, Physik und Philosophie miteinander zu verbinden. Er war Mitglied und Präsident verschiedener Vereinigungen. 1952 wurde er zum Vorsitzenden des Europäischen Rates für Kernforschung CERN in Genf gewählt. Werner Heisenberg erhielt zahlreiche Ehrungen und war Mitglied in vielen wissenschaftlichen Vereinigungen. Werner Heisenberg hier im Bild mit seinen ebenfalls berühmten Weggefährten Max Born und Friedrich Hund. Werner Heisenberg war naturverbunden und sportlich und hatte Freude an sportlichen Wettkämpfen, zum Beispiel an Tischtennisturnieren im Keller seines Leipziger Instituts. Er wird als optimistisch geschildert, er war musikalisch und ein großartiger Pianist. Er heiratete 1937 seine Frau Elisabeth, eine geborene Schuhmacher, 1914 bis 1998 und hatte mit ihr 7 Kinder, darunter 2 Professoren für Genetik und Physik. Werner Heisenberg starb 1976 mit 75 Jahren und ist in München beigesetzt. Werner Heisenberg war politisch nicht engagiert und weltanschaulich eher konservativ einzuordnen. In der Nazizeit musste er Anfeindungen der Vertreter der sogenannten deutschen Physik über sich ergehen lassen, da diesen seine unscharfen und unbestimmten Aussagen zuwider waren. Während des Krieges arbeitete er mit anderen führenden Physikern zusammen am deutschen Nuklearprogramm, dem Bau einer Atombombe. Sie stellten 1942 gegenüber dem Rüstungsminister Albert Speer dar, dass der Bau einer nuklearen Bombe noch 3 bis 5 Jahre dauern würde, wodurch das Projekt dann zurückgestuft wurde. Sie arbeiteten an einem Schwerwasserreaktor, der am Ende des Krieges im schwäbischen Haigerloch kurz davor war, kritisch zu werden. Sie hätten allerdings früher Kernwaffen entwickeln können, durch eine Plutoniumbombe und einen Natururanreaktor. Diese Möglichkeit machten sie gegenüber dem Regime bewusst Fragezeichen nicht ausreichend deutlich. Eine wichtige Episode aus dieser Zeit. Werner Heisenberg besuchte 1941 seinen väterlichen Freund Niels Bohr in Kopenhagen. Hier ein Bild von beiden aus früheren Jahren. Niels Bohr arbeitete damals bereits unerkannt für den dänischen Widerstand. In diesem Gespräch versuchte Heisenberg, über Bohr den Amerikanern zukommen zu lassen, dass die deutschen Physiker die Arbeit an der Bombe gedrosselt hätten. Niels Bohr missverstand das als Drohung, emigrierte später in die USA und forcierte dort den amerikanischen Bau der Bombe, um den Deutschen zuvorzukommen. Werner Heisenberg. Nun zu seinem Werk und seiner Wirkung. Es ist für mich als Nicht-Physiker schwer, Heisenbergs Theorien zu verstehen und damit ebenso schwer, sie auch zu vermitteln. Daher bitte ich um Nachsicht oder um konstruktive Korrekturen. Heisenberg gilt als der Vater der Quantenmechanik. Er baute das Bohrsche Atommodell weiter aus. Bereits seine Dissertation 1923 führte zu neuen Erkenntnissen. In Leipzig folgten dann Arbeiten über den Isospin und den Ferromagnetismus sowie zur Quantenfeldtheorie zusammen mit Wolfgang Pauli, einem österreichischen Physiker, 1900 bis 1958, Physiknobelpreis 1945, gestorben an einem Pankreaskarzinom. Nach dem Kriege befasste sich Heisenberg mit einer Theorie der Supraleitung sowie einer einheitlichen Feldtheorie, ohne zu einem Abschluss zu kommen. Sein Hauptwerk aber beginnt Mitte der 1920er Jahre mit der mathematischen Begründung der Quantenmechanik, zusammen mit Pascual Jordan, einem deutschen Physiker 1902 bis 1980 und seinem Lehrer Max Born. Und mit der Entwicklung der Unschärferelation oder dem Unbestimmtheitsprinzip. Zu diesem Hauptwerk der Quantenphysik gehört auch dieses Hintergrundbild. Elektronenstrahlen treffen über einen sehr schmalen Spalt auf einen Bildschirm
und sind dort nicht scharf und präzise abzubilden, sondern nur im Sinne einer gaußschen Verteilung als Wahrscheinlichkeiten. Das ist nur zu erklären, wenn diese Quantenobjekte einen dualen Charakter als Welle und als Materieteilchen haben. Zu seinem Hauptwerk. Etwa ab 1925 entwickelte Heisenberg zusammen mit Niels Bohr 1885 bis 1962 und Max Born 1882 bis 1970 die Theorie der Quantenmechanik und untermauerte diese mathematisch. 1925 führte er ein Gespräch mit Albert Einstein darüber. Einstein war zwar interessiert, wollte jedoch die unscharfen Folgerungen nicht akzeptieren. Sein berühmter Kommentar: Ich bin überzeugt, dass der Alte, also Gott, nicht würfelt. Bei einem Urlaubsaufenthalt von Heisenberg im Juni 1925 auf Helgoland erreichte er einen Durchbruch mit einer theoretischen Arbeit über Quantenmechanik. 1927 entwickelte er die Unschärferelation. Das ist eine Aussage aus der Quantenphysik, die besagt, dass zwei komplementäre, also sich ergänzende Eigenschaften eines Teilchens nicht gleichzeitig genau bestimmt werden können. Ein typisches Beispiel sind Ort und Impuls. Diese Unschärfe ist nicht Ausdruck von schlechten Messinstrumenten, sondern prinzipieller Natur. Sie ist Ausdruck des Wellencharakters der Materie, der genauso richtig ist wie ihr Teilchencharakter. Dieses Hintergrundbild nun zeigt Elektronenstrahlen, die in eine Röhre gebeugt werden. Und die Helligkeitsschwankungen sind nicht zu erklären durch die Eigenschaften von Materieteilchen, sondern nur durch den gleichzeitigen Wellencharakter der Elektronen. Die Quantenphysik ist ein Grenzbereich der Physik, eine Zauberwelt des Allerkleinsten mit abweichenden Gesetzen. Die Ergebnisse der Unschärferelation aus der Quantenphysik stehen im Gegensatz zur klassischen Physik. Aussagen der Quantenmechanik sind nämlich Aussagen über die Ergebnisse von Messungen. Im Gegensatz zur klassischen Physik können in der Quantenphysik aber nur Wahrscheinlichkeitsaussagen getroffen werden. Das kommt daher, dass ein physikalisches System in der Quantenmechanik mithilfe einer Wellenfunktion beschrieben werden kann und dann mit statistischen Wahrscheinlichkeiten bewertet wird. In der klassischen Physik führen Messungen bei gleichen Messbedingungen und gleichen Objekten stets zu gleichen und nachvollziehbaren Ergebnissen. In der Quantenphysik können solche Messwerte jedoch breit streuen. Objekte der Quantenphysik müssen aber nicht nur als klassische Wellen, sondern ebenso als klassische Teilchen beschrieben werden. Sie zeigen Eigenschaften von beidem, der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus. Ihre Zuordnung hängt von der Art der Untersuchung ab. Dieses Hintergrundbild mit Elektronenstrahlen im Doppelspaltexperiment zeigt den Dualismus von Teilchen und Welle. Das Verhalten der Elektronenstrahlen ist nur durch ihre Doppelgestalt als Welle und als Teilchen erklärbar. 1927 publizierte Werner Heisenberg seine wichtige Arbeit über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik und argumentierte, dass die mikroskopische Bestimmung des Ortes X eines Teilchens im Allgemeinen zu einer Beeinflussung, also einer Störung des Impulses P des Teilchens führen muss. Zur Erläuterung: Wenn zum Beispiel der Ort eines Elektrons durch optische Beobachtung bestimmt werden soll, so muss das Teilchen beleuchtet werden, damit mindestens eines der einfallenden Lichtquanten in das Messinstrument, also in das Auge oder Mikroskop, gestreut wird. Die Ungenauigkeit der Ortsbestimmung ist einerseits schon abhängig von der Wellenlänge des verwendeten Lichtes. Andererseits wirkt die Ablenkung des Lichtquants wie ein Stoß auf das Teilchen, wodurch der Impuls des Körpers eine Unbestimmtheit erfährt, die sogenannte Compton-Streuung. Im Alltag registrieren wir diese charakteristischen Unbestimmtheiten nicht, weil diese sich wegen der Kleinheit des Planck'schen Wirkungsquantums bei unseren Messungen für Ort, Impuls und andere Größen nicht bemerkbar machen. Die Unschärferelation kann übrigens auch erweitert werden auf weitere Paare physikalischer Größen. Dazu zählen zum Beispiel Komponenten des Drehimpulses
und Energie und Ort sowie Energie und Impuls. Dieses Hintergrundbild zeigt als Animation, wie die Änderung der Versuchsbedingungen, also die Eingrenzung der Position des Photons aus dem Lichtstrahl im Flug, die Richtung verschmiert, verändert, in die es sich danach bewegt und damit auch die Ortsbestimmung. Zum Schluss einige grundlegende Aussagen zur Unschärferelation oder synonym zum Unbestimmtheitsprinzip von Heisenberg. Erstens, es ist nicht möglich, einen quantenmechanischen Zustand vorzubereiten, bei dem der Ort und der Impuls beliebig genau definiert sind. Zweitens, es ist prinzipiell unmöglich, den Ort und den Impuls eines Teilchens gleichzeitig beliebig genau zu messen. Drittens, die Messung des Impulses eines Teilchens ist zwangsläufig mit einer Störung seines Ortes verbunden und umgekehrt. Dieses Hintergrundbild zeigt den sogenannten Tunneleffekt. Dieser bezieht sich auf die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons, also eines quantenphysikalischen Objektes, das auf eine Potentialbarriere trifft. Diese ist in der klassischen Physik unüberwindbar. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit geht ein Elektron in der Quantenphysik aber durch die Barriere hindurch, wie der leichte Schleier auf der rechten Seite zeigt. Zum Abschluss verweise ich auf die übrigen Kapitel. Diese bunte Mischung an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren deutsche Vorfahren, die, wie Werner Heisenberg, genial und kreativ waren und die Wissenschaft vorwärts gebracht haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hier sind die Nachweise von Bildern und Literatur.